Zureiter Amario bringt den nächsten Patienten. Ein Hengst und ein richtig großer. Ob Anton bei dem mal wieder was ausprobieren kann? Sehr großes Pferd. Und er ist halt immer sehr, sehr spannig, sehr klemmig. Und steht immer sehr angespannt. Anton, wie stellt sich das Pferd jetzt hin? Nicht in der Linie, sondern die Vorderläufe weit nach vorne und hinten. So, und nach hinten auch raus. Ja. Und das tut er. Und jetzt musst du von hier hin, komm ihm her und guck da ihm rüber. Guck ihm über die Kruppe. Da siehst du eine Beule, wie die Dornfortsätze hochgehen. Siehst du das? Und da hat er sich jetzt was eingerichtet. Er lässt die Dornfortsätze hochwachsen. Das bedeutet, er hat im Rücken einen Nerv eingeklemmt. Okay. Deswegen stellt er sich so hin. Und darum bei Entlastung lässt er den Rücken lang, dass er keinen Druck drauf kriegt. Das ist so, die Bandscheibe kriegt ein bisschen Druck. Amario scheint skeptisch, ob das richtige Pferd für einen Lehrling ist. Was ist unten für ein Gelenk? Fesselträger. Darüber? Sprunggelenk. Darüber? Wo darüber? Geht zur Hüfte. Ja. Zeige, wo ist das Knie? Hier. Da ist das Knie drin, genau. Und wo ist die Hüfte? Hier. Hüfthöcker? Hier. Hallo? Was? Hallo? Hallo. Das ist, als wenn du, wenn ich frage, wo hat die Frau die Busen und du fasst sie auf den Bauch. Hier ist der Hüfthöcker, Anton. Und da müssen wir beim Pferd gucken, sind die Hüfthöcker gerade? So, eins, zwei, ist gerade. Ein leicht gekipptes Becken in der Waagerechte austendiert. Das Problem liegt hier im Rücken. Wieder mal wurde das Problem vom Chef lokalisiert. Doch trotz der imposanten Erscheinung des Hengstes darf Lehrling Anton wieder vorne mit der Behandlung beginnen. Du musst vor allen Dingen aufpassen, Anton, dass du mit deinen Sambalatschen hier nichts auf die Füße kriegst. Zum Eindrängen sind immer Lederschuhe besser. Kann man denn schon mal einen Zehennagel bei Spaden? Trotz Kater vom Feiern versucht Anton sein Bestes. Braves Pferd, ganz hinten ran. Tamme Hanken kann den Charakter eines Pferdes in Sekunden scannen. Dieses Pferd schätzt er als ungefährlich ein. Doch Lehrling Anton ist heute irgendwie nicht richtig in Form. Wie lange warst du im Bierkönig? Du merkst es nicht, du verscherzt es gerade mit ihm. Hand unterm Hof. So. So. Und festhalten. Etwas anheben und etwas locker lassen. So, und etwas locker lassen. Der wird sich jetzt ausbalancieren. Und jetzt raus. Ja. Du bist einfach viel zu langsam für dieses. Aber das ist ein ehrliches Pferd. Hier muss der Knochenbrecher selbst Hand anlegen. Lehrling Anton stößt in diesem Moment an seine Grenzen. Und bei Tamme Hanken sieht es völlig spielerisch aus. Ich fahr nicht im Bierkönig. Ja, erst kriege ich gesagt, ich soll bei dem Pferd aufpassen, bei der Rasse von den Pferden aufpassen, wenn ich die einrenke hinten. Die können einen totschlagen und würde ich hier auf dem Friedhof landen und so Geschichten kriegt man erzählt. Und dann kriege ich wieder Ärger, wenn ich das falsch mache und gehe da zu vorsichtig ran an die ganze Sache. Du musst sprechen mit dem Pferd in deinem Verhalten. Wenn du jetzt ankommst und du fasst das Pferd so an und gleich da dran, dann bedeutet das, das Pferd meint, du willst mit Gewalt was machen. Mhm. Und ich fasse einfach das Bein an und konzentriere mich auf den Druck, was ich hier ausübe. Und dann sagt das Pferd, sag ich dem Pferd, hallo, kannst du dein Bein schon alleine anheben? Guck ihm, der schnaubt sogar ab. Mhm. Warum Anton denn bei so einem, das ist ein ehrliches Pferd, das merkt man. Der kennt noch nichts, der würde nicht in eine vertuschen. Bloß er hat es gezeigt, weil er einfach in der Körper, seine eigene Körpersprache sagt, ich mache es jetzt mit Gewalt, ich habe auch Kraft. Aber so viel Kraft hat er einfach nicht, er lässt sich hängen.
Und ich gehe ran und nehme das Bein und lasse ihm das Gefühl, er kann raus aus der Situation. Er kann frei. Er fühlt sich nicht eingeengt. Und er fühlt sich nicht eingeengt und nicht vergewaltigt. Und in dem Moment läuft es. Schätzelein, Pferd ist wie ein Mädchen. Einfühlung ist alles. Aber dem Knochenbrecher ist es sicher lieber, wenn sein Lehrling in diesem gefährlichen Beruf anfangs etwas vorsichtiger ist.